Skechers macht jetzt also High-End-Fußballschuhe. Sind wir ehrlich, wenn man das hört, denken wir doch alle an das Gleiche. Auch ich bin sehr, sehr skeptisch, was diesen Fußballschuh hier angeht, der ehrlicherweise ein bisschen aussieht wie ein Phantom GT3. Was der Schuh gut macht, wie er sich im Review schlägt und was man unbedingt beachten sollte, gibt es wie immer jetzt im Review zum neuen Skechers Fußballschuh von Harry Kane. Was den neuen Skechers SKX angeht, muss ich ehrlich sagen, war ich sehr, sehr skeptisch am Anfang, beziehungsweise bin es natürlich immer noch. Allerdings bin ich sehr, sehr gespannt auf diesen Fußballschuh. Das liegt nämlich daran, ihr habt es gehört, Skechers macht jetzt High-End-Fußballschuh. Wie kamen die darauf? Ganz einfach, man hat sich da bei den Nike-Leuten bedient. Skechers hat sehr viel Geld ausgegeben, um die Top-Entwickler von Nike zu gewinnen, die an diesem Fußballschuh jetzt mitgearbeitet haben. Und man kann den Nike-Bezug ganz gut erkennen, denn es gibt hier ein paar sehr, sehr spannende Gemeinsamkeiten zum Phantom GT. Nicht nur das Obermaterial mit diesen Grip-Punkten, die Ferse fast 1:1 und auch die Sohle spielt hier eine Rolle. Das heißt, es wurde viel von Nike übernommen. Die Top-Leute haben hier bei der Entwicklung mitgearbeitet, deswegen bin ich sehr gespannt, wie dieser Fußballschuh sich jetzt im Test schlägt. Ihr habt also meine Skepsis gehört, deswegen starten wir jetzt direkt mal rein in das Review zum Thema Fit und auch Komfort. Ich muss sagen, dieses Fitknit-Obermaterial nennt sich so, ist sehr, sehr weich und angenehm. Ist auch sehr Flyknit-ähnlich, also auch hier wieder die Parallele zum Nike Phantom GT. Ich muss sagen, die Form an sich ist auch sehr ähnlich zu diesem Fußballschuh, wenn auch ein bisschen fußähnlicher, das heißt anatomischer. Was genau das bedeutet, würde ich sagen, schauen wir uns wie immer an, und zwar Onfeet. Dann schauen wir uns hier den Fußballschuh mal Onfeet an. Und ich muss sagen, optisch macht es eine gute Figur. Wenn man dieses S nicht sieht, denkt man nicht, das wäre so ein Nike-Fußballschuh. Vor allem aufgrund dieses Skripnit-Obermaterials. Aber wie angesprochen, wollen wir uns natürlich jetzt mal die Passform und den Komfort anschauen. Hier an diesem Bereich erinnert er so krass an den Phantom GT. Hier hat man so ein bisschen Platz auf jeden Fall. Was die Länge angeht, muss ich sagen, ist ein bisschen zu lang. Also ich habe den jetzt True to Size, würde ich euch auch empfehlen, weil er einfach nicht so krass Größe ausfällt, dass es sich lohnt, eine halbe Nummer kleiner zu gehen. Aber so ein bisschen Dead Space hat man hier vorne auf jeden Fall. Das sollte man erwähnen. Ferse finde ich sehr, sehr angenehm. Kann man also True to Size wählen. Und ich glaube auch, dass der den meisten Fußtypen auf jeden Fall passen wird. Hier gibt es eigentlich nichts zu meckern. So ein bisschen am Anfang habe ich mit der Fußbox, weil es so ein bisschen quadratisch ist, leichte Probleme gehabt, den Fußzehen kann man hier auch erkennen. Legt sich nach der Einlaufphase und insgesamt erinnert er vom Fit schon sehr stark an den Phantom GT. Auch wenn er hier die Fußform so ein bisschen besser nachahmt als der Nike GT. Also ich muss ehrlich sagen, den Fit habe ich definitiv sehr genossen. Es ist ein sehr angenehmer Fußballschuh, vor allem hier in der Fußbox. Es ist sehr, sehr weich und angenehm. Direkt nach der Einlaufphase wird es nochmal weicher. Das heißt, wir haben eine sehr kurze Break-In-Time. Das macht den Fußballschuh sehr, sehr angenehm. Ihr habt es gehört, fällt ein bisschen länger aus. Ist jetzt aber nicht so groß, dass man hier größer oder kleiner wählen könnte. Und ansonsten muss ich sagen, was diesen Bereich angeht, war ich tatsächlich positiv überrascht. Schauen wir uns also jetzt mal das Thema Ballkontrolle und Touch bei diesem neuen Skechers SKX Fußballschuh an. Ihr habt es gehört, dieses Fitknit-Obermaterial, sehr, sehr weich, direkt nach der Einlaufphase, sehr, sehr angenehm. Wir haben hier auch nochmal eine Info, das nennt sich PSC, das heißt Precise Strike and Control, also so ein bisschen auch Harry Kane ausgelegt. Auch dieses Obermaterial hat sehr, sehr viele Parallelen zum Nike Phantom GT, macht ihn so ein bisschen zum Phantom GT 3, kann man fast sagen.
Ummaterial, wie gesagt, sehr, sehr weich. Wir haben hier so eine dünne Silikonschicht. Das heißt, man hat hier auch angenehmen Grip. Es ist nicht zu krass. Man spürt es auf jeden Fall am Ball. Ist aber nicht so, dass es zu sehr einschränkt und auch zu stark unterstützt. Das heißt, hier sehr, sehr ähnlich zum Phantom GT. Und auch hier, wie gesagt, die Parallele zu den Nike-Entwicklern. Schauen wir uns als nächstes mal die Sohle an und auch die hat gewisse Parallelen zum Nike Phantom GT, vor allem von der allgemeinen Form. Muss nichts Negatives sein, denn das Ganze funktioniert auch relativ gut. Ich muss auch sagen, diese Chromelemente werten den Schuh auch, was so dieses Hochwertige angeht, deutlich auf. Wir haben hier auch so ein bisschen eine asymmetrische Sohle, was man wie gesagt beim Phantom GT auch gekannt hat, mit diesen freien Plätzen hier vorne und hier hinten. Ist fast 1:1, wie gesagt, genommen. Ist aber eine sehr solide Sohle, man hat eine gute Unterstützung. Auch die Stollen finde ich nicht zu aggressiv oder auch nicht zu flach. Das heißt auch, jetzt hier auf Kunstrasen war es natürlich auf harten Kunstrasen ein bisschen zu lang. Normaler Rasen ist es auf jeden Fall angenehm. Das heißt, es funktioniert, aber wie gesagt, auch hier schon wieder der Verweis auf das Nike-Tooling. Kommen wir noch zu einem Faktor, der entscheidend ist, auch bei einem Skechers-Fußballschuh. Denn sind wir ehrlich, auch die Optik spielt hier eine Rolle. Die schauen wir uns jetzt mal kurz im Detail an. Schauen wir uns also den Schuh mal kurz im Detail an. Und ich muss sagen, sieht sehr, sehr cool eigentlich aus. Erinnert so ein bisschen an Nike-Schuh. Wenn man das mal zuhalten würde, könnte man auch meinen, es wäre ein Nike-Schuh. Hier vorne im Ummaterial, man kann es erkennen, haben wir diese Grip-Struktur. Sehr, sehr weich und angenehm. Erinnert sehr, sehr stark an den Phantom GT. Hier innen haben wir auch nochmal die Bezeichnung SKX01 Hyperburst Pro, also ein bisschen viel Name. Auch hier in der Ferse nochmal SKX01, das heißt, da wird es wohl auch nochmal ein Update geben. Auch hier Skechers-Logo untergebracht und hier nochmal dieses Precise Strike and Control Feature. Obermaterial finde ich sehr angenehm, verläuft auch hier bis an die Sohle. Die ist auch optisch mein Highlight fast schon mit diesen Chrom-Elementen. Finde ich, sieht das sehr, sehr edel aus. Die funktioniert, wie gesagt, auch sehr gut. Farblich lässt sich drüber streiten. Skechers-Logo macht natürlich vom Image her Sinn, aber muss ich sagen, wertet den Schuh halt fürs Optische ein bisschen ab. Schnürsenkel haben auch noch ein bisschen Details hier, aber so von der Optik ist es natürlich absolut Geschmackssache. Ich finde es auf jeden Fall gut, bin überrascht, aber so wirklich vom Hocker haut es mich dann tatsächlich nicht. Natürlich ist nicht alles heile Welt bei diesem Fußballschuh, denn es gibt auch so ein paar Problemstellen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Und wir starten mal direkt rein zum Thema Passform. Ihr habt gehört, komforttechnisch war ich sehr, sehr zufrieden. Aber ich habe es auch schon angesprochen, der fällt ein bisschen länger aus. Das heißt, man hat hier vorne im Vorderfußbereich ein bisschen viel Dead Space, nennt sich das, also leerer oder freier Raum, der quasi ein bisschen dafür sorgt, dass man leicht im Schuh rutscht. Ist jetzt kein Riesenmanko, sollte man aber erwähnen, denn der Schritt ist nicht so groß, dass man sagen könnte, man geht eine halbe Nummer kleiner oder halbe Nummer größer. True to size hier das Stichwort und diesen Dead Space hier vorne kann man fast nicht umgehen. Weiter geht's mit einem Vorteil, was auch gleichzeitig ein Nachteil ist. Es geht hier um das Thema Komfort, habt's gehört, sehr, sehr angenehm. Was gleichzeitig auch ein bisschen den Nachteil hat, nämlich vor allem im Mittelfußbereich, muss ich sagen, fehlt mir so ein bisschen die Unterstützung. Da ist der Fußballschuh ein bisschen arg flexibel. Da könnte man vor allem beim schnellen Richtungswechsel ein bisschen mehr Support gebrauchen. Nichtsdestotrotz, hier im Mittelfußbereich bleibt auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial. Kommen wir also zum Punkt Nummer 3 und das ist das Thema Verarbeitung und auch Haltbarkeit. Klar, wir haben den Schuh jetzt hier auf Kunstrasen gespielt, da ist die Abnutzung natürlich noch mal ein bisschen aggressiver als auf Naturrasen, aber vor allem hier im Vorderfußbereich, was die Verklebung angeht, haben wir schon nach der ersten Session leichte Abnutzung erkennen können. Ist es jetzt nichts, was den Schuh ultra schlecht macht oder krasse Bedenken hervorruft? Nichtsdestotrotz, nach einer Session ist es schon krass zu sehen, wie sich das weiterentwickelt, das schauen wir natürlich genauer an. Kommen wir auch noch zum letzten Nachteil, was hier der Preis ist. Bei 225 Euro für einen Skechers Fußballschuh ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Ist ein guter Fußballschuh, wie wir jetzt herausgefunden haben. Aber das ist wahrscheinlich das Hauptproblem. Bei 225 Euro gibt es auf jeden Fall von Nike, Adidas und Puma passende Alternativen. Und bei Fußballschuhen, sind wir ehrlich, geht es sehr, sehr viel um das Thema Vertrauen und Image. Und bei 225 Euro ist das wahrscheinlich bei diesem Fußballschuh dann doch eine entscheidende Hürde. Was ich jetzt nicht nochmal angesprochen habe, weil wir es schon im vorherigen Review hatten, ist dieser Bereich hier. Ich hoffe, man kann es erkennen. Wenn ich mich hier so ein bisschen bewege, da finde ich ehrlicherweise, dass ein bisschen viel Platz drin ist, ein bisschen viel Luft.
Hat jetzt keinen so Nachteil, dass man rumrutscht, sieht aber meiner Meinung nach nicht ganz so geil aus, auch von der Verarbeitung. Hat man ja damals schon im Blackout-Schuh gezeigt und das sollte man auch hier im Review definitiv erwähnen. Kommen wir jetzt mal zum Fazit von diesem Skechers SKX Hurricane Fußballschuh. Ihr habt es gehört, ich war auf jeden Fall positiv überrascht. War auch schlau von Skechers hier, sich die Nike-Leute zu schnappen, die auch bei der Entwicklung der einzelnen Fußballschuhe früher eine große Rolle gespielt haben. Man kann ganz klar die Parallele zu einem Nike Phantom GT erkennen. Allerdings, was für mich so ein bisschen das Problem darstellt und was ich auch glaube, dass die Jungs von Skechers das vielleicht ein bisschen unterschätzen, ist das Thema Image bei Fußballschuhen. Vor allem was das Ausprobieren von neuen Schuhen angeht, muss vor allem der Preis natürlich eine Alternative sein. Der Schuh performt gut auf jeden Fall, aber 225 Euro habt ihr schon gehört, da gibt es natürlich auch bei Nike, Adidas, Puma, New Balance und Co. Alternativen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es dieser Fußballschuh allein vom Image ein bisschen schwieriger hat, denn wenn man dieses S hier weglässt, könnte man auch meinen, das wäre ein Nike-Fußballschuh. Wie sich der Schuh jetzt also im Markt beweisen wird, das bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Das war es auch schon wieder zum Hurricane-Fußballschuh. Optisch ein sehr, sehr spannendes Modell auf jeden Fall und mit ein paar sehr guten Punkten. Meine Skepsis habt ihr gehört. Bin gespannt auf euer Feedback und Fazit. Lasst gerne eure Meinung unten in den Kommentaren da. Wenn ihr den Kanal supporten wollt, lasst ein kostenloses Abo da. Aktiviert die Glocke, so bleibt ihr up to date. Und wir sehen uns dann im nächsten Fußballschuh-Test. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.